Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Shadow of the Tomb Raider, hier im Grab, da wo wir jetzt reingehen werden. So, bin ich mal sehr gespannt. Hier kann man tauchen. Ah, ein Grab wieder mit Tauchpassagen. Ich bin nicht so der Fan von Tauchpassagen. Vor allem, wenn es da die Piranhas gibt. Piranhas. Einmal lieber Luft holen, bevor ich jetzt war. Ich habe zwar die Eigenschaften schon, dass ich länger tauchen kann. Hallo? Alpha? Ja, nimm das halt. Danke dir. Gehen wir mal da durch und dann sind wir bestimmt schon im Grab. Nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. So. Kommen wir zwar in der nächsten... Weil wir haben ja gesagt eigentlich, dass wir in dieser Folge mit der Story weitermachen. Aber ich finde, die Gräber, die gehören zur Story. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ich finde einfach, diese Gräber, die gehören zu dem Spiel von Anfang an. Nebenquest schön gut, kann man vielleicht ein bisschen hinwegschauen. Das ganze Gesammel könnte man ein bisschen einschränken, aber die Gräber, das ist für mich Tomb Raider. Bin mir gerade gar nicht sicher, ist das nämlich da? Halte ich mich da dran fest oder kann ich da einfach... Nee, dahinter muss ich. Genau. Jetzt hier runter. Holz noch mitnehmen. Kommen wir hier auch runter. Hallo, Frosch. Naja, gut. Oh, das wollte ich nicht. Da hinten leuchtet was, das sehe ich jetzt schon. Da blinkt was. Oh, ich tauche da mal. Schau mal, was es hier so gibt. Danke dafür. Oh, hier geht's auch weiter, sehe ich gerade. Ist so gar nicht gedacht jetzt. So, nö, hier geht's nicht weiter. Ich komme nur auf die andere Seite, oder? Natürlich komme ich nur auf die andere Seite. Bisschen unschlüssig, was ich hier machen muss. Die hat kein Wort gesagt. Von da oben komme ich. Mir wird nichts angezeigt. Ah ne, Moment mal, ich komme ja von da. Lol. Ich bin so eine Intelligenzbestie. Das Ironische ist, manchmal schaue ich mir Let's Plays an und denke ich mir aber beim Let's Player. Ach komm, das ist so offensichtlich. Sag mal, was ist mit dir und so? Aber selber, wenn du spielst, ne? Oh no. Oh bitte. Was ist meine? Wieso kann ich meine Waffe nicht auswählen? Ich kann meine Waffe nicht auswählen. Oh shit. Oh Mann.
Dann muss ich mal die Pfeile schön. Das ist Bullshit. Ach du Kacke, bitte nicht. Nur wegen dem blöden Outfit kann ich jetzt meine Waffen nicht auswählen, oder was? Ist das dein Ernst? Das kann nicht sein. Ich will nicht mehr gegen sie spielen. Dachte, die habe ich hinter mir. Eine Stadt ist nur so stark wie ihre Feldfrüchte und Bewohner. Ab jetzt kontrollieren wir das Wasser und sind nicht mehr vom launischen Regen abhängig. Muss ich die... Oh nein. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Aber seit wann macht die sowas? Ganz komisch. Nee, die Schroti, die war meine Lieblingswaffe gegen die. Die waren ganz nice. Ah, okay, jetzt ist eh ein Lager da. Fähigkeitspunkte, jetzt habe ich... Achso, ein, ja gut, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich werde mich aber wieder normal anziehen. Finde ich. Ich mag die normalen Outfits irgendwie mehr. Ja, vielleicht könnte ich sogar... Ich mag da nichts herstellen. Mich hier nicht umziehen? So nicht. Ey, dann halt nicht. Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. Lol. Ich dachte jetzt echt, ich sterbe. Die hat sich da nicht festgehalten. Hä? Könnte der Ausgang sein. Was? Um Blödsinn. Hä? Na gut, dann schwimme ich halt. Ach, jetzt muss ich da ganz cool rüberklettern, aber gar nichts muss. Ein intakter Maya-Aquädukt. Vielleicht kann ich raufklettern. Aber nur vielleicht. Also hier kann ich schon irgendwas machen. Schauen wir mal, was sich da bewegt. Schauen wir mal. Was passiert da? Alles klar, das Wasser geht weg. Ich habe was übersehen. Probieren wir es nochmal. Hab so eine kleine Ahnung vielleicht. Oh, das ging aber jetzt schneller. Nee, das war schon richtig. Irgendwas hat jetzt nicht ganz funktioniert. Hätte jetzt halten sollen. Das ging doch auch gerade langsam zurück, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Hätte ich das jetzt beim ersten Versuch schaffen sollen? Ich verstehe schon, dass ich das mit dem verbinden muss. Oder, hä, was ist da gewesen? Da ist auch irgendwas. Ah ja. Aha. Kann ich die... Toll. Toll gemacht, Lara. Toll. Genau. Können wir da nochmal hinkippen? Hier.
Nein, mehr in die Richtung. Es geht los. Genau, das sind die zwei Sachen verbunden. Das Tor ist zu. So, und dann, wenn ich da oben mache, geht hier auf und dann läuft Wasser rein. Und jetzt geht dann das Floß nach oben und öffnet das Tor. Unter Wasser natürlich. Genau, kann ich gleich hinterher springen. Genau, nein, nicht über den Tor sein. Wäre ungeil. Perfekt, hat es funktioniert. Auf zu schwimmen. Nimm das auf. Danke. Danke dir. So, ich dachte, da geht's hoch. Lul. Einmal durch den Spalt zwängen. Also hier ist nochmal sowas ähnliches, glaube ich. Wir müssen das Wasser ablassen. Oder? Das dann wegreißen. Reißt es mich da nicht mit raus durch den Sog? Alter, mich müsste es da doch voll mitreißen. Oh shit. Oh, Schrotflinte. Oh scheiße. Komm her, komm her, komm her. Oh, daneben. Daneben, der hat sich geduckt, der Pisser. Wie scheiße bin ich eigentlich? Früher sind... Oh nein! Wie haben die das mit Einschuss... Früher sind sie mit Einschuss gestorben. Hey, was habt ihr da gehabt? Ach so, eine Falle legen. Ach, die schießen gerade mit Pfeil und Bogen. Soll ich mitmachen? Toll. Okay. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Huch. Also die waren gerade da, wo ich hergekommen bin. Ja, da ist ja so ein Loch von denen. Mal ein bisschen einsammeln, was die so da haben. Oben war doch auch einer, oder? Jetzt kurz überlegen. Oh, das könnte mein Tod sein. Nee, doch nicht. Ist hier auch irgendwas? Zum Öffnen? Da lasse ich das Wasser raus. Hm. Ich weiß es nicht, aber irgendwie... Ich schneide das mal durch. Weil ich meine, das muss ja nicht mehr geöffnet werden. Ein bisschen doof jetzt, dieses Ding da durchzukicken, aber... Komm, 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 komm. Jetzt. Das Floß müsste an eine nützliche Position... Ja, ich versuch's ja gerade. Das ist halt, du bist so ein bisschen schwer steuerlich. Du willst immer gleich aufs Floß drauf. Das will ich aber gar nicht. Genau. Dann bist du schon mal hier. Das ist schon mal nice. Ich muss darauf. Wo denn? Hier noch nicht gelootet? Was ist mit mir los? So, dann muss ich das Wasser wieder wahrscheinlich hineinlassen.
sollte reichen. So. Wäre ich das so sonst so nicht hochgekommen? Alles klar. Ah, da haben wir wieder die Schrotpatronen. So gehe ich davon aus, dass ich gleich wieder fighten muss hier. Naja. Näher, näher. Au! Kommt noch mehr? Oh, Alter, der hat mich gerade gerissen. Ich dachte, der kommt von rechts angelaufen. Scheint ganz gut zu sein. Den looten wir erstmal wieder alle. So. Ja, der Typ beschießt mich mit Pfeilen. Das finde ich nicht so lieb. Ah, hab ich besser getroffen. Werden wir auch mal wieder looten. Waren zwar zwei, aber egal. Ah, nee, der eine ist weit weggeflogen. Ah, hier kann man wieder Wasser. Mach's einfach mal, um zu gucken, was passiert. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ja, das ist schlecht. Vielleicht hätten wir vorher nachgucken sollen. Wo wir das Floß gebrauchen. Halt, stopp, bleib mal da. Komm mit dir mit. Wow, nicht so schnell. What? Wow. Okay, also ich kann das Floß immer wieder hierher ziehen. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht, noch nicht. Ich muss da rauf. Worauf? Rauf? Zieh mal das Floß nochmal zu mir rüber, weil man weiß ja nie. Ja, kann ich eigentlich hier auch nicht machen. Deswegen. Erstmal war da was zum Sammeln. Das will ich mir holen. Ah, da komme ich auch höher. Einen Moment. Kann ich auch so? Ah ja. Und nun? Da hoch? Kriegt mir aber rein gar nichts. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Da ist auch irgendwas. Da im Hintergrund leuchtet auch irgendwie. Da, achso, gut, aber da habe ich auch was zum Sammeln. Hä? Inwiefern, was interessiert mich das Floß jetzt? Ah. Okay, jetzt pass auf. Es könnte. Wo ist denn das Floß jetzt? Da hinten. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ist aber gar nicht mal. So.
Ach komm. Einen Schritt hättest du auch selber nach vorne machen können. So, let's go. Darüber. Reißseil? Tatsache. Dann versteh's doch nicht. Ich dachte, ich kann das gleichzeitig irgendwie. Das Floß müsste an eine nützliche Position. Ah, warte, 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 dann versteh's. Dann, warte, ich versteh's. Das da oben habe ich noch nie gesehen. Ich muss jetzt dahin. Ja, ja, ja. Und von hier aus? Es geht weiter. Hört das nie auf? What? Was, von hier aus komme ich da nicht hoch? Das ist ja mal ärgerlich. Nein, oh Mann, zu leid. Bisschen weiter nach links geguckt. Oh Mann. Och, echt jetzt. Kannst du dich nicht einmal ein bisschen anstrengen, Lara? Ein Mikrometer zu weit nach links geguckt. Was wollen die da oben jetzt eigentlich? So, hier. Und jetzt, wollten erst. Habe ich nicht genug Platz. Alles verkauft. So, oh, alles nochmal von vorn. Hier hin. Rüber. Zack. Jetzt sollte so. Ich höher hinaufkommen. Genau, und dann... Nein, 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 nicht daneben springen. Oh. Ach komm, leck mich, Lara. Also die Steuerung manchmal... Sag mal. So, da geht's auch noch mal höher. Nein! 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 Ja, nee, nicht an dem Timing, sondern deinen Kletterkünsten. An deinen Kletterkünsten. Du dumme Kuh. Am Timing. Sag's da ehrlich. Am Timing. Sagt die. Wärst du da mal ordentlich hochgeklettert? Vielleicht liegt das ja am Timing. Ist die frech. Ja, wo war denn das Ding? Ach, da. Timing. So. Will ich mal die Schrotflinte in die Hand nehmen? Ich bin schon am Ende des Grabes. Und was es noch so hier gibt? Wer immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Ranke des Jaguars. Grab abgeschlossen. Perfekt. Und wo komme ich jetzt raus? Nicht da hoch? Eher nicht, oder? Leider. Oh, perfekt. Wir hatten die Seilrutsche hingebaut. So nett aber. Dachte echt kurz, dass sie vorbeispringt.
Ah ja. Sind hier wieder am Lagerfeuer. Das Grab hat mir gefallen. Das war nicht zu lang, nicht zu... Ah ja, jetzt packt es wieder weg. Nee, passt schon, glaube ich. Darüber. Oder so Kunstsprünge, wer weiß. Orientierung sind gleich null. Bin ich jetzt bescheuert? Ah ja, doch, passt. Ach, das ist noch was zum Sammeln. Perfekt. Ach, das ist da, wo ich vorhin klettern wollte, oder? Das nicht angenommen hat. Und wieder zurücktauchen. War Gott sei Dank doch nicht so viel mit Wasser. Oh, ich dachte, das ist jetzt irgendwie zugefallen. Das ist nicht der Ausgang. Oh, meine Güte. Kurzer Schockmoment. Na, warum ist das da so hell? So, weil Wasserloch, deswegen. Auch Lara nicht mehr. Ewig lang Luft anhalten. Habe ich alles hochgelevelt. Ah, die hat noch nicht mal gejammert. Ja, perfekt, ne? Wir haben das relativ gut gemacht. Aber trotzdem... Da komme ich ja nicht runter. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil da hinten ja immer noch was ist. Wo ich nicht ganz weiß, wie ich da hin... Oder? Doch, einen Moment. Da kann ich auch rüber. Muss ich das nicht kaputt machen oder so? Oder? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Was ich hier mache, keine Ahnung. Nee, ich sag dazu einfach gar nichts, ne? Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Das war einfach nur, weil die sich wieder irgendwo gegengeklemmt hat oder sowas. Blödsinn. So. Aber das habe ich schon oft gehört, weil ich mir mal ein bisschen was angeguckt von dem Spiel, ne? So Reviews und so von der GameStar oder sonst irgendwas. Die haben gesagt, Hammer Spiel, so wie ich es auch finde. Hammer geil, Story, alles geil. Aber es kann sehr frustrierend werden mit der Steuerung. Das habe ich schon viel gespielt. Es ist eine normale, gute Steuerung an und für sich. Aber du musst halt wirklich, wenn du nur einen Mikrometer irgendwo anders mal in eine falsche Richtung guckst oder sonst was, da ist ganz schnell vorbei. Und es artet ganz schnell einen Frust aus. Also dann mal gerne macht, was sie will.
Nimm mich jetzt runter. Ah ja. So, wohin gehe ich da eigentlich gerade? Das ist wieder für eine Kamerasteuerung hier. Ist ja absolut furchtbar. Hä? Das mach nicht ich, das ist automatisch gewesen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah ja, und jetzt kann ich hier irgendwie. Oh, oh, knapp, knapp, knapp. Oha. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist schon weit weg. Also das finde ich schon ein bisschen weit weg. Ist hinter mir irgendwas? Ich kann die Kamera nicht hindrehen. Naja, was soll's. Okay, das hat funktioniert. Einmal hoch. Ah ja, da ist der ein Toter. Na toll. Da hinten haben wir jetzt was freigeschalten und ich glaube, da oben hat was geblinkt. Da, wo wir vorhin waren. Beim Lager. Ich glaube, an dem haben wir gesessen. Jo. Aber das war jetzt gar nicht die Herausforderung, ne? Eins von drei Skeletten umgeworfen. Weiß ehrlich gesagt nicht, welche Skelette sie meint. Da ist noch so ein Ding. Also irgendwie kann man da noch mehr machen. Aber ich weiß nicht genau was. Ah, warte. Ah, perfekt. Weil es ja hier die Gegend, die ist ja richtig. Hardcore-Klettern und Rätsel. Wie? Habe ich das schon? Ah ja, ich. Da ging's ja. Ah ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Nee, das war ja. Oh mein Gott, da war ich ja schon tausendmal. Aber man könnte das nochmal holen. Ja, wobei. Naja, genau was ich mache, überlege ich mir noch. Das sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Ich würde aber sagen, dass wir die Story weitermachen. Wir haben das Grab jetzt. Das verstehe ich sowieso nicht. Da muss ich eh nachgucken, wo die Skelette sind. Hier waren wir aber noch nie hier unten. Aber das, ich weiß nicht. Das kann ich mal sammeln, wenn ich selber bin. Das ist ja leicht zu holen. Da brauchen wir nur mal eine Schnellreise hinmachen. Da brauchen wir Dietriche. Und sonst haben wir eigentlich eh alles gut gesammelt. Ist gut, die Nebenquester in der Stadt sammeln kann ich auch mal selber machen. Und dann sowas, was ewig weit weg ist und keine Ahnung hat wo. Haben wir auch mal was vergessen. Da ist eine Krypta, die wir mal vergessen haben. Da muss ich auch noch hin. Ein Grab haben. Oh, da haben wir gar nichts gesammelt. Was ist das? Gott sei Dank. Wandgemälde haben wir nicht gemacht. Das können wir nicht machen. Da haben wir. Dieses Grab haben wir noch nicht gemacht. Das wäre noch interessant, finde ich. Aber hier ist kein Schnellreise. Punkt. Doch, da unten. Du Scheiße. Da haben wir auch kein Grab gemacht. Da können wir auch Schnellreise machen und mal dieses Gräbchen dann machen. Da
Da ein Monolith haben wir noch nicht. Also wir haben schon von Sammeln her haben wir gut ausgelassen. Ich dachte erstmal am Anfang, dass wir gut dabei sind, aber im Endeffekt, nachdem man immer mal wieder das freischaltet, so findet, wo das Zeug ist, das denkst du, oh, da habe ich doch was liegen lassen. Aber gut. Das würde ich aber eher alles wahrscheinlich offscreen machen vielleicht und ich will einfach mit der Story mal weitermachen. So. Vielleicht kann man es ja auch dranhängen, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich Assassin's Creed alles sammeln und machen und jetzt in dem auch noch und ich habe da noch Hitman 2 vor mir und Just Cause 4 und so viele Spiele und ich glaube, dass ich da mal bei dem Spiel sage, Story machen, fertig, sammeln. Die Gräber mache ich noch alle, aber sammeln eher nicht. Aber ich bedanke mich mal fürs Zuschauen in der Folge und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Da geht's bestimmt mit der Story weiter. Und tschüss.